Moin, meine liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute etwas überraschend, aber doch bin ich über ein Video gestolpert, wo ich auch tatsächlich gleich ein eigenes zu machen möchte. Worum geht es ja? Es geht wieder um Kryptowährungen, Bitcoin, die Kryptominer im Allgemeinen. Was passiert ist, das zeige ich euch hier gleich als erstes. Es gibt ein Dekret vom Weißen Haus, vom Präsidenten selber, der darauf abzielt, ja, einen vernünftigen Umgang und eine vernünftige Entwicklung von digitalen Assets zu gewährleisten. Was bedeutet das? In diesem Dekret weist er im Grunde seine ganzen Regierungsabteilungen an, wie das Ganze vernünftig funktionieren kann. Ja, also es ist klar, dass natürlich die ganze Szene mehr Kontrolle und Ähnliches braucht, so wie das eben auch für Aktien, für Unternehmen und so weiter gilt. Ganz klar, das ist aus meiner Sicht auch nichts Schlechtes, aber er weist eben auch darauf hin, dass es zwingend notwendig ist. Ja, und da wollen wir mal kurz in so ein paar Dinge einmal reinlesen. Er geht hier auf diverse Punkte ein, natürlich auch die Risiken wegen der Volatilität, die Risiken zum Missbrauch von kriminellen Aktivitäten, aber eben auch ein großer Abschnitt ist dem gewidmet, dass ja, wie die Entwicklung aussehen kann für die Wettbewerbsfähigkeit und so weiter, was Bezahlmöglichkeiten und eben digitale Vermögenswerte angeht. Ja? Und zwar geht es darum, dass er in dem Bereich von den betroffenen Regierungsabteilungen halt hören möchte und dass innerhalb von 180 Tagen von jetzt an, wie quasi das Ganze funktionieren kann, dass man trotzdem noch ein führender Teilnehmer, weil bisher natürlich, brauche ich hoffentlich keinem erklären, ist der Dollar die Weltwährung Nummer 1 für alles Mögliche, ist als Grundlage, als Wert für diverse internationale Transaktionen und Ähnliches hinterlegt sozusagen. Ja, also man will einfach natürlich nach Möglichkeit so lange wie möglich die Nummer 1 oder eine der Top 2, 3 Weltwährung bleiben, logisch, ja, weil bisher war man das eben mit dem Dollar. Und darum geht es eben auch, ja, wie kann man Bezahlmöglichkeiten, das Wachstum und, aber auch die Benutzerfreundlichkeit, wie sieht es mit den Anwendungsmöglichkeiten aus, wie viele Leute nutzen das Ganze schon, wie kann das Ganze sicher und vernünftig gestaltet werden und, ja. Und da will er binnen 180 Tagen eine Rückmeldung von, ja, den ganzen Abteilungen hier unter anderem haben, wie das Ganze funktionieren kann, bezogen auf diverse Teilbereiche. Ja, da gehe ich jetzt nicht auf jedes Detail drauf ein. Drüber gestolpert bin ich, weil ich dieses Video gerade zufällig gesehen habe, was Marathon Digital, muss ich hoffentlich auch niemandem erklären, einer der größten US-basierten Kryptominer, die es überhaupt gibt, habe ich immer auch als Vergleichsreferenz für meine eigenen Kryptominer Holdings herangezogen. Ja. Aber die haben offensichtlich irgendeine Convention hier in Miami Beach organisiert, gerade aktuell. Das Video ist von vorgestern. Und da wollen wir einmal kurz reinhören, was Cathie Wood zu einem der meiner Meinung nach wichtigsten Punkte sagt. I often, when we're trying to impress upon investors how important this movement is, what I usually say is, okay, listen to this and listen to every word because every word is important. Bitcoin is the first global, that's really important, as Michael said, private. Now it's open source, but there's no government involvement. So private, so first global, private, digital, rules-based monetary system in the history of the world. It is a very big idea. Ja, und allein auf diese Aussage bezogen, ja, also in diesem Video ist unter anderem auch der Hinweis auf dieses Dekret von Michael Saylor gekommen. Nicht, dass es das Dekret von Michael Saylor ist, aber ne, Michael Saylor hat gesagt, dass dieses Dekret kürzlich veröffentlicht wurde von der Regierung in den USA. Und ja, aufgrund von der Aussage hier von Cathie Wood müssen wir uns im Grunde natürlich das komplette monetäre Bezahlsystem der Welt mal angucken und wollen deshalb ein bisschen mal gucken,
Wie kommt sie denn dann in ihrem Big Ideas Report auf die Möglichkeit, dass Bitcoin einen Wert von 1 Million erreichen kann? Ja, also sie ist natürlich bekannt dafür, in Anführungszeichen unrealistisch oder unvorstellbare Dinge vorherzusagen, hat aber ja in diversen Punkten über die letzten Jahre schon mehrfach mehr als nur recht gehabt und nicht nur bei Tesla. Das muss hier an der Stelle einfach mal hinzugefügt werden, ja. Unabhängig davon, ob man ihre sonstigen Investitionsgegenstände oder Plattformen gut findet oder nicht, sollte man sich zumindest die Dinge anhören, insbesondere wenn man skeptisch ist. Ich mache das auch immer gerne für Dinge, wo ich selber drin investiert bin. Gucke ich mir auch gerne die Gegenseite an. Was gibt es an Leuten, an Meinungen oder an Fakten, die einfach potenzielle Probleme darstellen könnten? Ja, ich finde das immer ganz interessant. Aber deswegen gucken wir uns hier, weil ich bin natürlich eher bullisch eingestellt, auch mal an, wie kommen Sie dann bitte auf die Idee, dass Bitcoin in 8 Jahren 1 Million wert ist. Und an der Stelle ich gleich mal vorneweg, was würde das allein für meine Kryptominer Holdings bzw. Voyager heißen? Und da müssen wir noch gleich mal als erstes vermutlich festhalten, dass Bitcoin nicht vergleichbar ist mit Aktien. Ja, das wird in dem Video auch ein Stück weit deutlich, das ist nicht dasselbe. Auch aus regulatorischer Sicht wird es nicht mehr betrachtet wie eine Aktie, schon ein Vermögenswert, das auf jeden Fall. Aber es ist eben eher tatsächlich vergleichbar mit Gold, nur eben digital. Was ist aber interessant an Bitcoin? Allein wenn man sich hier mal die Zahlen im Jahresvergleich von 2020 auf 2021 anguckt, was da an Volumen im Hintergrund gelaufen ist, ja, das hat sich irgendwie hier im Dollarwert verfünffacht, versechsfacht, Pi mal Daumen, ja. Der durchschnittliche tägliche Transfervolumen, ja, das ist in Bitcoin natürlich nicht exorbitant gestiegen, auch hier nicht, aber weil natürlich Bitcoin im Wert einfach so rasant gestiegen ist, macht das natürlich einen riesigen Vermögenswert auf einmal aus, ja. Und auch hier sehen wir nicht ganz Versechsfachung im täglichen Transfervolumen. Das ist natürlich was unheimlich wichtig ist für Großinvestoren, für Hedgefonds, für Pensionsfonds vielleicht auch zukünftig. Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, dass die regulatorisch da rein können, aber in 1, 2, 3 Jahren vielleicht eben schon. Und ja, das durchschnittliche Transferwert mit, ja, auch nicht viel mehr, 50% gestiegen hier auf 3 Bitcoin im Schnitt, aber eben macht dann nicht mehr 20.000 Dollar pro Transaktion aus, sondern im Schnitt 140.000 Dollar. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr auch typischerweise 3 Bitcoins hin und her tradet am Tag. Ich nicht, aber das sind eben die Veränderungen allein im Jahresverlauf, dass man sich dann vorstellen kann. Ich gehe nicht davon aus, dass das hier jedes Jahr so weitergeht. Ich weiß es nicht. Ja, dafür habe ich tatsächlich zu wenig Ahnung und Einblick in das Ganze, muss ich an der Stelle natürlich dazu sagen. Deswegen bitte meine eigene Meinung hier als meine persönliche Meinung wahrnehmen. Macht euch selber eure eigenen Gedanken. Aber das finde ich halt schon substanziell. Und wenn ich mir vorstelle, dass Bitcoin bisher immer so ungefähr einen 4-Jahres-Zyklus hat, selbst wenn nur noch 2 weitere Zyklen dazu kämen und wir reden quasi in 2025 ungefähr vom Sechsfachen und dann 2029 vom nochmal Sechsfachen, dann kommen hier halt schon Beträge zusammen, die sind halt nicht mehr so einfach vorstellbar. Ja, und ob das so hoch wird oder nicht, I don't know, will ich jetzt hier auch gar nicht näher darauf eingehen. Aber gucken wir einfach mal, was hat denn ARK Invest in deren Recherchen und so weiter herausgefunden? Was glauben Sie denn, warum das in 8 Jahren schon so viel mehr wert ist? Das hier nur mal kurz zum Vergleich, wo man denn stehen würde, wenn die Vorhersage zutrifft. Ja, aktuell Bitcoin 2021, muss man natürlich ein bisschen darauf aufpassen, wann dieser Report veröffentlicht wurde, aber ja, war Pi mal Daumen das da wert und wäre dann, wenn das zutrifft, am Ende das da wert im Verhältnis zu
den sonstigen Bonds, Real Estate, Aktien und so weiter, sieht man schon, ja, ist deutlich gestiegen, aber im Verhältnis zu Gold, selbst wenn wir nur das Goldniveau erreichen würden, wäre das ja immer noch irgendwie fast eine Verneunfachung, so in etwa, nicht ganz eine Verzehnfachung vom aktuellen Wert. Und erreicht werden soll das Ganze durch Folgendes: dass der Vergleich natürlich zu Gold nahe liegt. Und wenn Bitcoin allein die Hälfte von der Marktkapitalisierung von Gold erreichen kann, würde das schon für 5,5 Trillionen sprechen. Ja, also quasi eine Verfünffachung ausmachen von dem, wo es jetzt steht, in den nächsten knapp 10 Jahren. Muss ja nicht zutreffen, aber wenn auch nur ein Bruchteil davon zutrifft, das ist im Grunde auch das, worauf ich hinaus will. Ja, hier hinten sieht man dann immer, was das für den Wert eines Bitcoins bedeuten würde. Wenn nur das zutrifft, reden wir schon von, was ist das? Wir sind momentan bei ungefähr 40, 45.000 Dollar pro Bitcoin. Also reden wir ungefähr von einer Versechsfachung. Ja? Pi mal Daumen. Wenn nur das zutrifft. Wenn Firmenvermögen zu 5%, was ihren Cashbestand angeht, von den S&P 500 Unternehmen. Ja, also nochmal, wir reden nicht von jedem Unternehmen auf der Welt, wir reden von den S&P 500 Unternehmen, also 500 Firmen. Wenn die 5% ihres Cashbestandes in Bitcoin anlegen würden, so wie Elon Musk für Tesla Bitcoin gekauft hat, würde das ja nicht unwesentlich viel weniger bedeuten, nämlich 4 Trillionen Dollar Market Cap ausmachen und 200.000 Dollar allein an Wert für Bitcoin dazu generieren. Ja, also sprich von jetzt 40, 45.000 Dollar, wenn man dann auf 240, 45.000 wurscht. Ja, das bisschen hin oder her. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, genauso, wenn die institutionellen Investoren an Bord kämen mit 2,5%, und hier sieht man schon, ja, dass das ein ähnlich großes Kästchen, ein ähnlich großer Bestandteil des gesamten Bitcoin Market Cap hier darstellen würde, wenn die nur 2,5% ihrer Vermögenswerte, die sie halten, anlegen würden. Würde auch 4 Trillionen Dollar Market Cap bewirken und knapp 200.000 Dollar zusätzlich zur Bitcoin Wert dazu bringen. Ja, und so zieht sich das hier durch die Bank. 1% von der Nation State Treasury, ja, oder 25%, was wir uns vorher angeguckt haben, die Transfervolumen von Bezahlungen, ja, das ist natürlich was, was wesentlich schneller, einfacher und günstiger über Krypto, über Bitcoin abgewickelt werden kann. Und kann man sich vorstellen, dass in 10 Jahren irgendwie gerade von US-Banken im Hintergrund ein Viertel schneller, günstiger und einfacher über diese Netzwerke abgewickelt wird, kann ich mir vorstellen. Ja, warum? Weil die natürlich auch ihre eigene Kostenstruktur überarbeiten wollen, um finanziell besser dazustehen. Auch das würde einen ähnlichen Beitrag bringen. Ja, also, und der Punkt ist ja im Grunde, wenn auch nur eins dieser Dinge in irgendeiner nennenswerten Größenordnung dieser Projektion zutrifft, hieße das ja schon mal, dass wir den Wert von Bitcoin verfünffachen. Minimum. Ja, Pi mal Daumen. Es sei denn, nur das hier kommt zum Tragen, dann nicht. Aber ja, alle anderen sieht man ja, würden hier einen substanziellen momentanen Market Cap vom 2021 ungefähr 1,1 Trillionen Dollar, würde ja allein das hier auch, ne, quasi dreimal so viel fast dazu bringen und die anderen Punkte eben noch viel mehr. Also reden wir zumindest davon, dass sich der Preis von jetzt an verfünffachen sollte. Für mich selber würde das schon mal eine schöne Summe bedeuten von meinen Kryptominern, weil alle die, wo ich Positionen drin habe, die sind natürlich auch dabei, nicht nur aktiv Bitcoins zu minen, sondern eben auch passiv Bitcoins zu halten. Ja, und wenn die jetzt irgendwie alleine mal gedacht, die haben ungefähr 5.000 Bitcoin gerade in ihrem Balance Sheet.
Das ist ein Wert von momentan, Pi mal Daumen, 250 nicht ganz Millionen Dollar. Ja? Wenn sich das Ganze verfünffacht, reden wir schon von über einer Milliarde, was allein an Wert, quasi an Vermögen in dem Unternehmen steckt. Ein durchschnittliches Unternehmen kann irgendwie über ein paar Jahren ein Vielfaches aus den Vermögenswerten, die man hat, die man dann in Anwendung bringt, indem man Maschinen kauft, ja, was da hier auch zutreffen würde, Rechner kauft oder, ein Vielfaches generieren. Heißt also, allein aufgrund des Vermögenswertes sollte also ein Kryptominer mit 5000 Bitcoin, selbst wenn sich das nur verfünffacht, der Wert, locker irgendwo bei 3, 4, 5 Milliarden Bewertung stehen. Momentan, wir können ja mal kurz gucken, steht Hut 8 in kanadischen Dollar, ja, also bitte da noch 20% abziehen, also reden wir ungefähr von 800 Millionen US-Dollar, die Bewertung von Hut 8. Ja. Wie schaut es bei Bitfarms aus? Auch in kanadischen Dollar, 20% abziehen, also was ist das? 160, das heißt, man wäre irgendwie bei 600, was auch immer, 70 Millionen US-Dollar, die Bewertung gerade von Bitfarms. Einfach nur mal zum Verständnis. Ja? Selbst wenn man jetzt nicht wirklich schon irgendein Krypto-Wallet sich anlegen will und direkt Bitcoin, Ether, was auch immer kaufen möchte, kann man ja den Umweg gehen, wie ich ihn gegangen bin und eben Marathon, Hut 8, Bitfarms, alles keine schlechten Firmen, irgendwas in dieser Szene kaufen, wenn man so ein bisschen natürlich einen Vergleich angestellt hat. Ich habe euch diverse Firmen schon mal in den Videos im Verlauf der letzten Monate vorgestellt. Meine persönlichen Lieblinge sind die beiden, wobei ich zunehmend, jetzt Stand heute, habe ich auch im letzten Video, glaube ich, als ich DigiHost präsentiert habe, auf Wunsch von euch klar gemacht, dass ich Marathon Digital Holding auch verhältnismäßig sehr interessant finde. Dadurch, dass die Bewertung so stark zurückgegangen ist, wie es eben auch bei meinen Kryptominern der Fall war, aufgrund der mittelmäßigen Talfahrt von Bitcoin. Aber ja, also ich kann tatsächlich nur jedem nahelegen, überlegt euch mal, was das bedeutet, wenn die US-Regierung schon ihren ganzen obersten Behörden vorschreibt, zuzusehen, dass man an der Speerspitze der Entwicklung der ganzen Szene zu bleiben hat, weil es substanziell wichtig ist für den Wert eines quasi digitalen Dollars oder digitalen Euros oder bei den Chinesen halt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, also wenn das schon mal der Bundespräsident vorschreibt, dass er in 180 Tagen einen Plan quasi vorgelegt haben möchte, wie man das Ganze umsetzen kann, dass es sicher funktioniert, aber eben auch, dass man da an der Spitze der Entwicklung steht, der Weiterentwicklung steht, dann denke ich, sollten wir uns auch spätestens jetzt, falls wir noch nicht haben, mit dem Thema mal auseinandersetzen, weil wenn ich mir vorstelle, dass sich meine Position für, was war das, 25-fachen, holla die Waldfee, dann reden wir auf einmal von 75.000, was aus meiner Position wird. Pi mal Daumen. Ja, kleine Side Note hier noch, weil jetzt auch gerade gestern noch wieder ein Kommentar kam zu Voyager Digital. Bin ich besorgt, dass irgendwelche Bundesstaaten da Teile von ihrem Produktangebot, was das Staking, glaube ich, angeht, noch nicht so ganz super legal oder passend zu den eigenen gesetzlichen Vorgaben finden und eventuell dann noch abgeändert oder eben dort nicht angeboten werden darf. Nein, finde ich nicht, ja, weil A, dürfen sie ja trotzdem Kryptowährungen handeln, anbieten und so weiter, und B, ist eben das meine persönliche Ansicht zum Verlauf vermutlich von diversen Kryptowährungen über die nächsten 8 bis 10 Jahre, und dann ist natürlich das Handelsvolumen das, was am Ende des Tages interessant ist, wie an der Aktienbörse, da ist ja im Grunde für die Börse auch nur interessant, das getradet wird, weil man Kommission mitschneidet und nicht wie viel, was auch immer wert ist. Ja, aber natürlich, wenn das auch nur halbwegs zutrifft, ja, dann glaube ich, in 8 Jahren freuen wir uns alle. Ja, also ich kann euch nur nahelegen, wer bis jetzt
noch nicht in Krypto eingestiegen ist, in irgendeiner Form, entweder aktiv oder so wie ich, indirekt, passiv, wie auch immer, beschäftigt euch damit. Ja, das ist tatsächlich meiner Meinung nach ultra wichtig. Und natürlich an der Stelle, alles, was ich hier dargestellt habe, ist wie immer keine Vermögensberatung, keine Kaufempfehlung. Ja, macht euch eure eigenen Gedanken, super wichtig. Wenn euch das zu riskant erscheint oder ihr die Entwicklung da nicht hingehen seht, dann investiert nicht da rein. Ja, muss ja nicht, aber macht euch eure Gedanken darüber. Es könnte Sinn machen. Und auch an der Stelle muss ich es leider nochmal dazu sagen, ich versuche diese ganzen bekloppten Spam-Kommentare so schnell wie möglich immer von meiner Homepage zu kriegen. Es wundert mich tatsächlich, dass selbst so kleine Kanäle wie meiner von diesen, ich weiß es nicht, das können eigentlich nur Bots sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ernsthafte Leute sind, die wirklich solche Kommentare schreiben. Aber ich würde euch niemals E-Mails schicken, irgendeine WhatsApp-Dings anbieten oder ja, von irgendeinem Trading-System. Ich hoffe, dass es selbstverständlich, dass das alles nur Humbug ist, dass hoffentlich jeder so intelligent ist, das nicht anzuklicken. Ich versuche es so schnell wie möglich immer wegzukriegen. Ich habe es neulich einmal 3, 4 Tage leider übersehen. Sorry dafür, aber ja, wird sicherlich auch bei dem Video wieder kommen. Bleibt nicht aus. Gehört scheinbar irgendwie dazu, aber einfach nur, dass ihr wisst. Ja, gut, das soll es hier zu dem kurzen Update für die Kryptoszene gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, denkt dran, arbeitet noch in eurem Traum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.